Die Rocky Mountains erstrecken sich vertikal vom mittleren Westen der USA über ganz Kanada bis hinauf nach Alaska. Colorado liegt somit im südlichen Teil der Rockies und liefert mit dem Mount Elgert auf 4.401 Metern den höchsten Punkt. Das als vielseitigster aller Bundesstaaten bekannte Colorado zieht damit massig Touristen an. Darunter sowohl Wintersportler als auch Wanderer und Kanufahrer. Im heutigen Beitrag zeige ich dir 7 Gründe, warum du Colorado besuchen solltest. Hallihallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Christian und in Sachen Reiseplanung immer für dich da. Aufgrund seiner Vielseitigkeit wird der Staat auch Colorful Colorado genannt. Der offizielle Spitzname ist jedoch Centennial State, also Jahrhundertstaat. Das resultiert daraus, dass Colorado im Jahr 1876, also exakt 100 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, als 38. Staat beitrat. Als Urlauber kann ich natürlich nicht den gesamten Bundesstaat gesehen haben, weshalb sich meine aufgezeigten Punkte auch ausschließlich auf eigene Erlebnisse beziehen. Und wie immer sollte beachtet werden, dass die Interessen unterschiedlich sind und unsere Ziele lediglich als Empfehlung oder Tipp zu betrachten sind. Let's go! Mesa Verde, also grüner Tafelberg, ist der einzige Nationalpark in den Vereinigten Staaten, der zum Schutz eines archäologischen Ortes eingerichtet wurde. Der Park schützt rund 4000 archäologische Stätten, insbesondere die erst Ende des 19. Jahrhunderts vollständig erforschten, gut erhaltenen Felsbehausungen vorkolumbianischer Anasazi-Stämme. Eine der größten Siedlungen ist der Cliff Palace, der ca. 1190 nach Christus aus Sandstein, Blöcken und Mörtel erbaut wurde. Hölzerne Balken dienten zur Konstruktion von Decken und Türdurchgängen. Die Buschbrände aus den Jahren 2000 und 2002 lassen sich noch heute erkennen. Hier am Long Mesa. Diese Pueblo-Stätte ist zwar nur ein Nachbau, trotzdem sehr schön anzusehen und im Gegenteil zu den echten archäologischen Fundstätten begehbar. So kann man sich zumindest mal einen Eindruck verschaffen, wie Indianerstämme vor Hunderten von Jahren gelebt haben. So wurde beispielsweise gekocht und gebacken. Wenn ich ein Foto vom 600-Einwohner-Dorf Silverton zeige oder Ouray mit ganzen 1000, kommen immer Meinungen wie typische amerikanische Kleinstadt, wie man es sich vorstellt. Und so ist es irgendwie auch. Eine Main Street mit zahlreichen Restaurants, Cafés und Shops, einer Bank und ein oder zwei Friseuren, dazu der Blick auf die gewaltigen Gipfel der Rockies sorgen für diesen Flair. Aussteigen lohnt sich definitiv, insbesondere weil sich hierher auch viele Einheimische mit ihren Classic-Cars oder Motorrädern begeben und damit für manch cooles Fotomotiv sorgen. Telluride ist übrigens neben Aspen einer der Anlaufpunkte für Ski- und Snowboardfahrer. 14 doppelt schwarze Pisten sagen mir persönlich zwar gar nichts, aber vielleicht ist das ja für dich interessant. Beim Garden of the Gods handelt es sich um einen etwa 5 Quadratkilometer großen öffentlichen Park am Stadtrand von Colorado Springs. Seine roten Sandsteinformationen aus 65 Millionen Jahre altem Sedimentgestein bezaubert seine Besucher durch außergewöhnliche und steile, teilweise bizarre Formen mit Namen wie Kissing Camels oder Whipping Indian. Zum Balance Rock und um den Park herum führt ein Scenic Drive, den ich schon vor einiger Zeit hier gezeigt habe. Blende ich hier oben nochmal bei dem i ein. Wenn man im Mai mit T-Shirt und kurzer Hose aus Utah kommend über den Pass nach Colorado einfährt, weiß man, wo die Unterschiede liegen und was man falsch gemacht hat. Die Aussicht allein lässt einen das aber auch wieder vergessen. Schneebedeckte Rockies oben und das frische Frühlingsgrün unten erklären einmal mehr den Namen des Staates Colorado, was Spanisch für bunt steht. Die grau-rosa-gelben Kalk-Quarzsteinfelsen wurden durch Erosion gebildet und bieten reichlich Material zum Fotografieren und Staunen. Der leicht zugehende Wanderweg umfasst 5 Kilometer Strecke und ist vom Parkplatz aus in wenigen Minuten zu erreichen. Wenn man in der Gegend ist, sollte man einen Stop hier nicht verpassen. Schön, was die Natur so macht. Bevor wir uns jetzt Platz 1 hingeben, zeige ich noch ein paar kleinere Ziele, die auch zumindest mal erwähnt werden sollten, auch wenn ich sie nicht in die Top 7 aufgenommen habe. Eine nette Roadside-Attraction direkt an der US 550 in der Nähe von Durango.
Die heiße Quelle leuchtet in wunderschönen Farben und besticht durch seine kuchenartige Form. Vielleicht kein Umweg wert, aber wenn man schon dran vorbeikommt, lohnen sich die 10 Minuten für ein kleines Video und vielleicht mal kurz die Hand reinhalten auf jeden Fall. Ein besonderer Platz, wo man zwischen rot-orangenen Felstürmen ein Amphitheater errichtet hat, um dort Konzerte und Shows stattfinden zu lassen. Viele berühmte Musikgruppen sind dort aufgetreten, wie die Beatles im Jahr 1964, U2 im Jahr 83, sonst auch noch Coldplay, Depeche Mode, Bob Dylan und viele weitere. Dazu gibt es im Grunde nicht viel zu erzählen. Drei Wasserfälle mit einer Höhe von 21 Metern, die einfach ein tolles Foto hergeben. Ein Hiking Trail führt entlang einer kleinen Höhle, Treppen rauf bis hoch zu den Upper Falls und dann auf der anderen Seite wieder runter. Im Westen Colorados, nicht weit von der Staatsgrenze zu Utah, befindet sich das Colorado National Monument. Die Städte Fruita und Grand Junction bieten jeweils eine der Zufahrten zu dem 26 Meilen langen Rimrock Drive. Er führt in etwa 1430 Metern Höhe rund um die Schlucht herum und gewährt an Viewpoints und kleinen Spazierwegen wunderschöne Aussichten. Höchster Punkt ist 2024 Meter bei Ute Canyon View. Für die Fahrt und die zahlreichen Aussichtspunkte würde ich inklusive kleinerer Wanderungen 2 Stunden empfehlen. Mindestens. Das waren sie, meine Top 7. Ich hoffe, du konntest was damit anfangen und weißt jetzt etwas mehr über Colorado. Wenn du noch mehr vom Bundesstaat in den Rocky Mountains sehen magst, hier neben mir findest du weiteres Material. Danke dir fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich aber erstmal eine gute Zeit. Tschüss! Die grau-rosa-gelben Quarksalzsteinfelsen.